Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Johnny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Battleground Commentary aus der Alpha. Bin relativ spät jetzt hier reingekommen. Was haben wir hier? Also hier hat sich nichts geändert, da auch nichts, das ist genauso wie vorher. Was haben wir hier? Nicht Strand. Silberbruchmine, genau. Ich versuche wieder so weit wie möglich anzusagen, was ich mache, warum, wieso, weshalb. Ja. Klappt aber so eh nicht. Was dann wir denn erstmal, damit er hier nicht durchdreht, wird er eh gleich. Was dann? Oh cool. Judgment. Jo, irgendwie sowas. Vengeance. Jetzt soll ich halt die Bubble anmachen. Das war ein Krieger mit, ja, 656k. Hinrichten. Bescheuert, aber gut, okay. Gut, 20% sind bei mir immer noch um die 480.000 live oder sowas. 500, nee, über 560, über 500. 2,6 Millionen. Über 560k. Hätte ich sogar theoretisch überleben können. Aber nur theoretisch. Wenn das Ding nicht so heftig gewesen wäre. Hat wahrscheinlich gekrittet. Ja, hat gekrittet. Hätte er nicht gekrittet, hätte ich es überlebt. Das ist der Vorteil, wenn man Taure ist und das hier hat. Gesundheit um 10% erhöht. 2,637 Millionen. Die Hälfte davon sind ordentlich. So, du kriegst erstmal das hier. Ach du Scheiße, was war denn das? Du kriegst einen Stun noch hinterher. Das hier kriegst du dann noch. Bubble ist an. Und jetzt ist. Scheiße Katze. Bleib mal hier, genau. Ich mache absichtlich öfters die Windstorm, weil es A mehr Schaden auf die Ziele macht. Auf alle dann. Und das heilt immer so halt ein bisschen. Und ich kann auf Range den drauf. Sehe. Genau, der hat jetzt ein bisschen. Oh, fick dich, du Scheiße. Vengeance wieder an. Wo ist der Scheiß Geralt? Da ist er down, da ist er down. Jetzt kommt der hier dran. Nächstes ist der Demon Hunter. Richturteil. Nach Richturteil Blade of Justice. Divine Storm. Hier geblieben, Freundchen. Und ein Heiler dabei, ich glaube nicht, gell? Oh oh. Hier was gezogen. 4 Kills drauf. Stunning. Monk. Kick. Einen kleinen Speedbuff muss ich selber für mich holen. Und dann haben wir noch wieder heilen. Nein, nicht den mich heilen. Phew. Ist hier noch ein Hunter? Da unten ist keiner. Okay, jetzt kann ich die Helle überhaupt ausnutzen. Eine Minute. Und hatte ich nur 4. Ne, 3 müsste ich ja dann haben. Ne, was kommt hier hin? Ein Freedom bitte, das da. Yes. Vengeance. Da ist der. Hallo, ich greife doch die Imp. Das gibt's doch nicht. Hey, ich habe irgendwie nichts mehr ins Tage bekommen. Ich durchgetappt, nichts passiert. Und ich halt, oder ich halt irgendwas an der Ecke, ey. Du hast die ganze scheiß Petten über mir. Selbst Ankling hat nicht geklappt. Oh, ich hätte echt nicht sterben müssen. Oh, der Krieger hier. Boah. Wow. Irgendeiner zieht da gerade mächtig durch. Ja, ohne Heiler ist das echt doof. Also mit Heiler, es spielt sich viel, viel angenehmer. Das kann ich leider nicht rausholen. Der Monkey Tür ist dann. Nein. Hier, ich hab den FCD.
ist. Da kommt irgendwie unglaublich viel Damage. Ach, der Hunter noch. Das hier ist auch irgendwie so eine Fähigkeit, die mit über 9 und die mit knapp 1 Million kritisch treffen kann. Ich kapiere nicht, was das soll. Ich weiß es einfach nicht. Ist einfach irgendwie merkwürdig. Wie gesagt, beim Retz ist die Synergie mit dem Talent, also von dem und dem ist zu groß, zumal das hier buggy ist. Der Hammer, das ist der Hammer der Gerechtigkeit, der zieht dem Gegner 10% seines Lebens ab. Und das hatte das Talent vorher gemacht und das macht es jetzt immer noch. Und die Gegner werden irgendwie doppelt und dreifach getroffen, was auch falsch ist. Das sind die K. Geh mit dir auf die Eier. Du bleibst hier. Yes. Schlimm Vengeance an. AE. Da geht er down. Ich guck mal, was er abbekommen hat. Ich kann mal heilen. Kriegst einen dicken Heal. Ja, 657k. Kick dich raus. Dann. Dann ist gleich einer hinterher. Darf nicht mehr schnell laufen. Oh, Stun. Ach, Mage, geh mich auf die Eier. Stunline. Ah, scheiße. Ja, der hatte ja schon. Ah, ich hab die falsche Taste, ich wollte die Bubble nehmen. Da unten, die geht durch. Dann müssen wir da hoch, die geht auch durch. Können wir vielleicht noch gewinnen. Oh, die können wir vielleicht auch noch mitnehmen. Oh, Hunter, nerv nicht. Ja! Der Helligkeit. Hab ich noch eine Aufladung? Ne, hab ich nicht. Ey, ich krieg schon wieder nächstes Tage. Was soll denn die Scheiße? Da brauche ich mich nicht zu wundern. Hätte ich eine heilige Macht noch gehabt? Mann, Mann, Mann. Oh, wir haben 3 Stück. Die da, oh, geil, Wasser kriegen wir auch noch. Oh, das sieht gut aus. Wenn wir die durchkriegen und die durchkriegen, das sind 100 und 300 Punkte. Oh ja, da sind wir mal dezent vorne. Dann gehen wir mal Lava. Ach, ich freue mich auf das Talent hier. Ah, nochmal das nächste. Also kann ich eigentlich, das muss ich wieder um. Soll ich das lassen? Ja, eigentlich schon. Doppelter Sprint ist schon ganz praktisch. Auch wenn man es purgen und dispellen kann. Kann man noch heilen, kann man noch heilen, kann man noch heilen, kann man nicht heilen. Stun. Oh, fick dich doch. Stück Scheiße. Du Stück Scheiße. Wie immun. Ey, scheiß Maus, bleibst du hier. Ey, was der sich heilt. Alter Schwede. Scheiß Sprint. Scheiße! Ich stelle Vengeance an. Jetzt geht der Stun. Dreckser, sterb einfach. Das gibt's doch nicht. Ist er jetzt down? Boah, da ist er endlich umgefallen. Gibt's ja gar nicht. Wie heißt denn der? Okay, der hat noch richtig was gegeben. Alter Schwede. Oh, wir liegen vorne. Eine reicht nicht. Wir müssen eine durchspringen und dann noch den Rest halten oder die zweite durchspringen. Das geht zuerst durch die hier, geht durch. Das ist durch. Nein. Alex.
dann nochmal. Ah, nee, das wird nichts. Wenn die Leute da nicht reingehen, wird das eh nichts, wo man den heilt. Scheiß Monkey, muss sterben. Als AE. Als AE, Leute. Rein damit. Ah, jetzt nicht mehr. Yes! Win! Ordentlich, ja. Das ist halt extrem AE-Schaden, ne? Darf man nie vergessen. Und Krieger ist es auch nicht gerade weniger AE-Schaden. Eieiei. Ja, der Feral hat mich gerade ziemlich angekotzt. Aber gut, okay. Zahlentuning, das wird ja nur so halb gemacht. Kommt ja alles noch nicht. Dauert ja noch, bis das kommt. Gut, ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein sollte, ab damit in die Kommentare oder auf Twitter. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.